talentiert. Ja, eindeutig. Wo ist mein Monorail? Hallo! Setze ich im Teil schon drin? Mir? Er ist jetzt schon so ein Teil drin, aber. Ah! Kapitel 3! Kurskorrektur abgeschlossen! Und nach Kapitel 3 kommt immer 5. Ha! Fortschrittspeicher, nein! So, Leute! Wir machen hier eine Pause und sehen uns bei der nächsten Runde, wenn die ISD Freaks Dead Space spielen. Bis zum nächsten Mal! Bis gleich! Mosche! Willkommen, willkommen zurück! Zu einem kleinen Modus im Leise-Modus. Zu einem kleinen Modus im Leise-Modus. Wir sind Monotrail-Bahn. Isaac, kommen Sie. Ja, genau das. Kendra hat ja recht, das AA-System ist total abgeraucht. Ich brauche Ihre Hilfe, um das zu reparieren. Kendra, wenn Sie mich hören können, versuchen Sie bitte, die Schiffsprotokolle einzusehen. Scheinbar haben Sie von dort aus besseren Zugang. Wann wollten Sie uns von dem Artefakt erzählen, Hammond? Sie wissen schon, dieser Marker. Davon weiß ich nichts. Er wird in den Berichten des Captains erwähnt. Sie haben ihn vom Planeten hochgebracht. Er ist auf dem Schiff? Im Frachtraum. Sie glauben, er stammt von einer außerirdischen Intelligenz. Keine Ahnung, was das ist. Ach, was? CEC wusste nichts darüber. Coole Sache, so sieht das Sie aus. Sie lügen doch. Augenblick mal, ich bin hier nicht der Böse. Wir sind gerade alle etwas aufgewühlt. Sie werden mir einfach glauben müssen, dass ich nichts darüber wusste. Wir haben das Trümmerfeld erreicht. Bringt uns zum Cockpit des Captains. Ich werde ihn später... Oh. Noch nichts gemacht. Wo müssen wir lang? Was sagt die magische Karte? Die magische Karte sagt mir nichts. Doch, das ist aber irgendwo unten. Die Karte sagt mir gar nichts. Ah ja. Was ist denn hier passiert? Was ist denn da? Mit der Karte umschwenken. So. Warte. Hallo? Ah, okay. Super Idee, wo muss ich lang? Geradeaus. Geradeaus? Geradeaus ist... da. Moment! Überraschungsei. Kredits finde ich cool. Schau dich ja erstmal ein bisschen um. Ja, ja. Das ist bestimmt noch irgendwo ganz viel Zeug. Da kommen wir rein. Da kommen wir sowas von rein. Da liegt noch was. Medipack. Medipack ist immer gut. Haben wir noch genug Kraft? Aber wir haben noch. Ja, doch. Obwohl, wie viel haben wir denn Medipack? Wir können mal überlegen, ob wir mal eins nehmen, kleines. Wir haben nur eins. Nimm's. Ich hätte gesagt, nein, aber okay. Der Meister sagt, ja, dann nehmen wir es. Ist hier sonst irgendwas? Nein. Also los! Sieht gut aus. Ein bisschen erschreckt, ne? War irgendwie zu... ich weiß nicht... zu gechillt drauf, dass ich mich jetzt... Nee, ich wusste jetzt gerade nicht, was ich machen sollte. Aber wir können jetzt erstmal was verkaufen. Das ist gut.
Vielleicht haben wir ja hier wieder. Aber immer noch kein Amt. Denn ich nur 10.000 Euro. Was sind denn Rippenklingen? Munition? So für Rippen. Da haben wir momentan keinen Rippen. Ich würde mal sagen, wir können aber mal. Guck mal, wir haben 4 Stück, wenn ich das richtig sehe. Nein, ja, im Inventar ist auch. Dann muss man nach rechts klicken. So, da können wir jetzt was verkaufen, nämlich den Halbleiter Gold. Wo ist denn hingesetzt? Oben. Ah, da. Genau. Weil den kann man verkaufen. Ja. Holzgewehr. Ich würde auch ein bisschen was. Vielleicht ein Stasi-Pack. Also. Eins wegmachen? Eins wegmachen, ja. So. Haben wir noch. Ja, ja, aber ob wir die brauchen, ich glaube, da kann man auch einen kleinen auch schon mal verkaufen. Ja. Tust du mal den Tee um, ne? Aber ja, Leute, wir haben uns Tee. Weil Eistee, kennen nicht mehr Eistee, nachts um 3, Eistee ist schlecht. Aber wir haben noch, um noch bekloppter zu werden. Munition für Plasma-Cutter. Wie viel Plasma-Cutter haben wir denn? Jetzt habe ich erstmal 2 Stück gekauft und das war es dann auch. Was hast du die Kids geholt? Hatten die Medikits gehabt? Entschuldigung. Dann habe ich sie nicht gesehen. Tut mir leid. Absolut kein Problem. Wie viel Inventar? Och du! So. Ich glaube, ich habe jetzt 6 oder 7 Stück gekauft. Müsste reichen. Was? 6 oder 7 Stück? Ja. Wir hatten 25.000! Ja! Wir kriegen. Boah. Geil. Ich kann jetzt mehr. Lass mal ruhig stehen. Danke dir. Ein Schlag auf der Brücke, genau zu deinen Füßen. Ich sehe schwere Schäden, die Eindämmung sollte aber okay sein. Die Lebenserhaltungssysteme sind stabil. Wir müssen jetzt das AAS zum Laufen bringen. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt was zu laufen kann. Das sieht ja mal richtig fett aus. Das Ding halt. Das ist ein Fail. Genau das meinte ich. Schon ist er mit der Sache. Ja, das Problem ist auch immer hier unten. Oh. Ich überlege. Kannst du vielleicht irgendwas nachladen oder so? Oder schon mal nicht. Ich finde es schade, dass du nur 2, 3 Sachen von denen nachladen kannst. Gar nicht. Gut, aber wir werden ja gleich Action haben hier. Und dann werden wir hier gleich mal ein bisschen was machen. Ja, Leute, boah, was ist denn hier passiert? Also ich vermute, das ist irgendwie voll. Das Gehirn der Zentrale, habe ich das Gefühl. Gehen wir mal nicht zu nah. Speichern! Speichern! Wo denn? Raus. Da unten. Achso, da unten. Da. Genau. Das ist, da wollte ich doch gerade hin. Ja. Warum du da nicht hingegangen bist, fragst du mich. Ah ja, gut. So, das sieht ja mal richtig. Boah. Das sieht ja eigentlich aus wie der Mond. Ich glaube, das soll man so gut darstellen. Ah. Wieder hier.
chillt ein bisschen. Couch. Oh, schmeißt irgendwas weg. Ja klar. Was haben wir denn da unten? Ich bin mir sicher, du brauchst ihn. Ach ja. Was soll ich jetzt klären? Gehen wir da drauf? Ob das so gut war, Leute, das wissen wir nicht. Ah, du musst auf. Hab ich das denn aufgenommen oder nicht? Kannst du es aufnehmen? Nee. Ja, ist ein Luftkanister. Ja, egal. Oben war kein Schock, gell? Ja? Also, du kannst doch wieder zurückgehen lassen. Lol. Isaac, Mann, haben sie mich erschreckt. Ich werde ja noch zum Schisser. Wir wurden von einem verdammten Asteroiden getroffen. Hört mich, ich weiß, dass Ken von mir nicht kommt. Ich weiß wirklich nichts über einen Marker oder sonst was. Das hier sollte eine Reparaturmission sein. Ja, das haben wir noch nie mal so viel gekauft. Ja. Das Chaos da ist das Asteroidenabwehrsystem. Ich kann die Platinen halbwegs reparieren, aber die Hauptenergiezufuhr ist hinüber. Sie müssen die Energie manuell über mindestens 3 Verteilerkästen umleiten, um die Primärkanone zu aktivieren. Aktivieren Sie aber zuerst die Atriumaufzüge der Brücken-Security. Darüber erreichen Sie die Verteilerkästen. Das heißt, ich muss mich wieder auf die Jagd. Ja, Isaac. Ich habe was gesehen. Ich habe keine Ahnung, was es war. Habe es auch nur kurz gesehen, aber es war riesig. Gewaltig. So, okay, das heißt, wir müssen wo lang? Oh, ich muss wieder hoch und dann nach da. Okay. So, jetzt kannst du mal wieder. Kannst du vielleicht wieder zum Shop? Scheiße! Zurück! Ich dachte, du wärst tot, als ich die Kapsel verriegelt habe. Zurück oder drück? Ich darf nicht einfach so. Zurück. Nein! Was hat er denn jetzt gesagt? Zurück oder drück? Gute Frage, gell? Ja, geh einfach hoch. Gut, dass wir den auch mal wieder sehen. Ja. Ui. Die könnte ich auch, wenn während du dessen speicherst, dich angreifen. Das wäre unfair ohne Ende. Ja, in der Tat. Boah, das ist diese Schatten, hast das Gefühl, überall ist was. Ja. Das stimmt schon. Ja, das ist die Kamera schon, warum die so doof ist. Ja, die ist wirklich ein bisschen komisch, finde ich. Shop. Was will ich denn im Shop? Irgendwann zu kaufen. Wenn du genügend Geld noch hast. Geh mal runter. Ah, 20.000. Ist leider ein bisschen verkackt. Ja, nicht schlimm. Wir kriegen auch noch mal Geld. Wir können aber auch einen Kloten verkaufen und haben einen Anzug 3. Dann haben wir einen weiteren Inventarslot und einen besseren Panzer. Oder bin ich gespannt? Man kann nur kaufen. Aber wahrscheinlich kann man die nur kaufen und nicht verkaufen. Na gut. Wie kommen wir nochmal? Genau. Also müssen wir